Sie sind also der Ansicht, ich hätte den Mann überfahren. Jedenfalls ist er von Ihrem Auto überfahren worden. Woher wissen Sie das? Ein Zeuge hat sich die Autonummer gemerkt. Wir haben uns Ihren Wagen daraufhin angeschaut. Ich darf doch. Bitte. Unter der Stoßstange befanden sich Stofffetzen, die eindeutig zum Anzug des Toten gehören. Und Blutspuren. Sie werden deshalb verstehen, dass ich Sie fragen muss, wo Sie gestern um 16.20 Uhr waren. Hier in meiner Praxis. Kann Ihre Sprechstundenhilfe das bezeugen? Gestern war Mittwoch. Nachmittags ist die Praxis geschlossen. Bisweilen mache ich dann Psychotherapie. Das ist ein Hobby von mir. Was ist denn? Da ist noch ein Herr von der Polizei. Guten Tag, Doktor. Köster, Kriminalpolizei. Darf ich zuhören? Wenn es Ihnen Spaß macht, bitte. Und? Weiter? Also hatten Sie gestern Nachmittag Patienten? Nein, die Patientin, die kommen wollte, die hat abgesagt. Wollen Sie die Adresse haben? Nein, danke. Besitzt jemand einen zweiten Schlüssel zu Ihrem Auto? Niemand. Sie sind verheiratet? Geschieden. Sie haben den Wagen also nicht gefahren. Wer könnte es außer Ihnen noch gewesen sein? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich bin kein Kriminalist. Muss es deshalb Ihnen überlassen, den Fall aufzuklären. Haben Sie sonst noch Fragen? Sie sagten, eine Patientin hätte abgesagt. Ja, bereits vor 4 Uhr, ja. Und später hatten Sie keine weiteren Anrufe? Wenn ich hier allein bin und nicht gestört werden möchte, dann stelle ich den automatischen Anrufbeantworter an. Wann haben Sie Ihren Wagen aus der Garage geholt? Gegen 6. Und es ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, Herr Wachtmeister. Ist richtig, ja? Ich hoffe, Sie haben mit Ihren weiteren Nachforschungen Erfolg. Damit ist das Verhör wohl beendet. Wenn Sie meinen... Ja, ich meine. Wenn eine neue Patientin zu Ihnen kommt, stellen Sie ihr dann nicht auch eine Menge Fragen? Nach Ihren Lebensgewohnheiten, nicht wahr? Ob sie raucht, trinkt, Kinderkrankheiten gehabt hat, wo ihr was wehtut, nicht wahr? Was soll das? Nennen Sie diese Fragen auch Verhör? Es geht mir darum, eine Diagnose zu stellen. Ja, worum, glauben Sie, geht's uns? Sagen Sie mal, glauben Sie wirklich, ein Arzt würde einen Menschen überfahren und ihn dann einfach auf der Straße liegen lassen? Glauben Sie das, wirklich? Irgendjemand hat einen Menschen überfahren, und zwar mit dem Wagen eines Arztes, und ihn auf der Straße liegen lassen. Finden Sie es dann unzumutbar, wenn wir dem Arzt ein paar Fragen stellen? Würden Sie mir bitte Ihren Namen und Ihren Dienstrang noch einmal sagen? Ja, Köster, Hauptkommissar, erstes Kriminalkommissariat. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Komm. Ach, da bist du. Wiedersehen.